Maultaschen geben. Ich finde, so eine Packung ist ja auch irgendwie eine Portion, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Full Day of Eating von mir. Ich habe euch dieses Mal einen Tag lang mit durch meine Ernährung genommen. Also es war einfach wirklich ein ganz random normaler Tag und habe dieses Mal auch die ungefähren Kalorienangaben zu den Mahlzeiten dazu geschrieben, da einige von euch sich das gewünscht haben, dass ich doch nochmal so ein Format drehen soll, wo ich dann auch die Kalorienangaben zu den Mahlzeiten dazu schreibe, damit ihr einfach so eine kleine Inspiration habt, wie kann man dann jetzt die Kalorien aufteilen, wenn man zum Beispiel in der Periodenrecovery ist oder wenn man allgemein in der Recovery ist und eben zum Beispiel auch zunehmen muss oder aus dem extremen Hunger kommen will, wie man dann ja die Mahlzeiten gescheit aufteilen kann, sodass es halt nicht zu Füllegefühl kommt, aber man trotzdem seinem Körper eben das alles gibt, was er braucht. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren kann. Dazu wollte ich auch noch sagen, dass ihr euch bitte das nur als Inspiration sehen sollt. Und wenn ihr an einem anderen Punkt steht und euer Körper noch nicht geheilt ist oder diese ganzen Schäden repariert hat, dann kann es sein, dass euer Körper mehr braucht als mein Körper. Also bitte versucht euch dann nicht schlecht zu fühlen, oder wenn ihr schon jetzt wisst, dass euch so Kalorienangaben oder Portionsgrößen triggern können, dann schaltet bei diesem Video einfach ab und schaltet bei meinem nächsten Full Day of Eating oder meinem nächsten Food Diary wieder ein. Ich werde nämlich auch ganz normale Food Diaries weiterhin hochladen, wo ich jetzt keine Kalorienangaben angebe. Und genau, das wollte ich gerne dazu nochmal sagen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, und lasst mir auch super gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem Frühstück. Viel Spaß! Another lazy afternoon. The clouds got third and gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. Yawn at the display. Third meeting of the day. Zum Frühstück habe ich mir gestern Abend schon ein leckeres Birchermüsli zubereitet. Wenn ihr meine Videos fleißig verfolgt, dann wisst ihr, dass das aktuell so mein Go-To-Frühstück ist, einfach weil ich das schon abends vorbereiten kann und dann morgens nur aus dem Kühlschrank nehmen muss. Also geht super schnell. Habe ich nochmal eine ordentliche Portion Erdnussmus draufgegeben und so ein paar Crispies. Das lasse ich mir auf jeden Fall jetzt schmecken und starte dann ganz entspannt in den Tag. Essen gibt es jetzt eine Leftover Bowl mit Reis, Bohnen, ganz viel Walnussmus und Gemüse. Genau, das habe ich noch von gestern. Das esse ich jetzt noch schnell und dann muss ich auch schon los. Aber das ist auf jeden Fall sehr creamy und lecker. Ich habe mich gerade ein bisschen fertig gemacht, weil für mich geht es jetzt zu einem Kaffee- und Kuchen-Date, um genauer zu sein, zu einem Wickel-Date. Falls ihr mir schon etwas länger folgt, dann wisst ihr, wie sehr ich Zimtschnecken liebe. Und hier in Köln gibt es die Mehlwerkstatt. Ich glaube, das heißt auch in ganz vielen anderen Städten Zeit für Brot. Also ich bin mir nicht sicher, ob das die gleiche Kette ist, aber ihre Sachen, die sie da haben, sehen auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich aus oder sogar fast identisch und schmecken auch gleich. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es das Gleiche ist. Und genau, da werde ich mir zum Nachmittagssnack wahrscheinlich einen Iced Latte oder so nehmen und einen Wickel natürlich. Große Wickelliebe. Das heißt, falls ihr wirklich hier aus Köln kommt oder mal in Köln seid und auch so sehr Zimtschnecken oder halt so Hefegebäck mögt wie ich, dann müsst ihr diesen Spot auschecken. Also wirklich große, große Herzensempfehlung von mir. Und genau, jetzt geht's auf jeden Fall los und ich zeige euch dann natürlich auch, was ich mir zum Nachmittagssnack geholt habe. Ich bin gerade dabei, mir mein heutiges Abendessen zuzubereiten. Und zwar wird es heute mal wieder Maultaschen geben. Ich habe das so für mich entdeckt und ich habe mir mal diese Gemüsemaultaschen von Rewe geholt. Hatte bis jetzt immer diese lilane Packung, die veganen Maultaschen. Die fand ich super. Dachte mir, ich probiere die hier mal aus. Sind die eigentlich auch vegan? Oder? Nee, die sind nicht vegan. Okay, dann sind die vegetarisch. Da ist Eiweiß drin.
Aber gut, ich probiere es aus und sage euch dann, ob es sich lohnt, die auch mal zu probieren. Mache ich mir einfach so eine gemischte Pfanne mit auch noch Bohnen. Ich habe hier noch Kidneybohnen, ein bisschen Gemüse und so einer cremigen Soße. Ich schaue da einfach mal, was ich so kreiere, was ich so alles in diese Pfanne schmeiße und zeige euch dann das Ergebnis natürlich. Ach so, genau. Und ich hatte ja heute Mittag diesen Wickel. Ich habe mal eine neue Kreation ausprobiert und zwar war der mit Aprikose, Zimt und Streuseln. Der war wirklich ein Traum. Also normalerweise bin ich ja Team Apfelzimt oder Team Schoko, aber bei dem warmen Wetter mag ich das mit Schokolade eigentlich nicht so gerne, weil mir das dann irgendwie zu... Ja, dann mag ich halt gerne sowas Frisches, aber den mit Aprikose war wirklich sehr, sehr lecker. When I was a little child, I naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired, it's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, cause I can stay inside and tap away inside, oh man. Ich habe jetzt hier meine fertige Maultaschenbowl. Das ist echt eine richtig große und sättigende Portion geworden. Ich habe noch ein bisschen Hefeflocken draufgegeben und ein bisschen frischen Salat, weil ich das auch immer ganz gerne mag, nochmal so was Knackiges dazu. Ich kann sagen, der Unterschied zu den veganen Maultaschen ist hier auf jeden Fall, dass sie so ein bisschen besser zusammenbleiben. Also ich hatte das Gefühl, bei den veganen, die zerfallen sehr in der Pfanne, sodass man irgendwie danach so ein Maultaschen-Matschepampe hatte. Deswegen, das finde ich schon mal sehr gut. Ich habe noch nicht probiert, also ich bin gespannt. Was ich dazu noch gerne sagen wollte, ist, dass zum Beispiel auf dieser Packung stand, dass es für zwei oder vielleicht sogar zwei bis drei, aber ich glaube für zwei Portionen reicht. Und es hat mich früher nämlich immer sehr verunsichert, wenn ich dann irgendwie so eine Packung gekauft habe und mir das so vorgenommen habe irgendwie oder das in meinem Kopf so war, okay, das ist für mich alleine, weil ich finde, so eine Packung ist ja auch irgendwie eine Portion, oder? Oder keine Ahnung, aber für mich ist es halt eine Portion. Aber das hat mich dann immer so verunsichert oder mich schlecht fühlen lassen, wenn ich dann da gesehen habe, hey, das ist für zwei Personen. Und ich dachte mir dann so, oh Gott, ich werde davon aber nicht satt, wenn ich nur die Hälfte esse. Und bin ich irgendwie komisch oder muss ich doch weniger essen? Also ich finde das irgendwie so ein bisschen kritisch, dass das da drauf steht, weil ich finde, jeder Mensch ist doch anders und jeder braucht eine andere Portionsgröße oder eine andere Menge, aber ich würde nicht sagen, dass die Hälfte der Portion irgendjemanden satt machen würde, außer wenn man es natürlich als Beilage isst. Und das ist was anderes. Aber genau, lasst euch davon nicht zu sehr verunsichern und macht euch einfach die ganze Packung. Und bei Gnocchis ist es genauso. Also ja, gönnt euch die ganze Packung, das ist gar kein Problem. Ich würde sagen, dann machen wir mal den gemeinsamen Taste-Test hier. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich habe als Soße einfach so ein bisschen passierte Tomaten und ein bisschen von dieser Sojasahne genommen, was für mich halt früher auch so ein absolutes Fearfood war, so alles mit Sahnesoße. Auch wenn es vegan ist, also wenn es Sojasahne ist, das war irgendwie, muss nicht sein, aber jetzt, ich liebe es halt einfach. Sehr lecker. Bin ich so ein großer Maultaschen-Fan, weil es auch so teigig ist, ne? Und ich liebe ja alles mit Teig. Schmeckt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also eine 10 von 10. Und genau, das lasse ich mir jetzt schmecken und melde mich dann später bei meinem Nightsnack wieder bei euch. Als Nightsnack gibt es jetzt nochmal meine geliebte Cookie Dough Bowl. Habe ich getoppt mit Nussmus, ein paar Beeren und so Crispies mit Granola. Schmeckt auf jeden Fall extrem lecker. Und genau, damit schließe ich dann den Tag auch ab. Wie ihr gesehen habt, man braucht nicht irgendwie einzusparen oder auch wenn man da mittags Kaffee und Kuchen essen geht, dass man dann irgendwie den Abendsnack auslässt oder so. Ich mache das auch nicht so, weil ich merke einfach, hey, mein Körper, der braucht das und genau das bekommt er dann auch. Genau, diese Bowl lasse ich mir jetzt schmecken und werde dann den Abend gemütlich ausklingen lassen. Mhm.
das war's mit meinem Full Day of Eating mit Kalorienangaben. Also ich hoffe, dass euch dieses Format auch gefallen hat. Lasst mir gerne Feedback da, indem ihr dem Video zum Beispiel einen Daumen nach oben gibt oder indem ihr mir einen Kommentar da lasst, damit ich einfach weiß, ob ich solche Videos öfter drehen soll. Und genau, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass ich die Kalorien jetzt nicht bis auf die einzelne Kalorie genau getrackt habe, sondern nur so ungefähr, genau, weil jede Mahlzeit ja auch immer irgendwie anders ist. Also wenn man zum Beispiel einen Bio-Brokkoli nimmt, dann hat der eine andere Energiemenge als ein normaler Brokkoli und man kann es eben nie zu 100% wirklich wissen, wie viel Energie jetzt da genau drin steckt. Deswegen sind die Zahlen immer so ungefähr ab- oder aufgerundet. Genau, das wollte ich auch nochmal kurz dazu sagen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.